In unserer fortlaufenden Betrachtung des Buches Daniel kommen wir heute zu Kapitel 11. Das wird der schwierigste Bibelstudientag der letzten 20 Jahre werden. Es ist so kompliziert, dieses Kapitel. Ich habe noch nie eine Predigt über Daniel 11 gehört. Das heißt, ich habe mal einen Vortrag auf Französisch über Daniel 11 gehalten und mich schon davor gefragt, wie soll man das rüberbringen? Das ist so schwierig. Und viel einfacher ist es, ein Buch zu lesen. Ich habe ja das Buch geschrieben, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Und darin behandle ich nur die erfüllte Prophetie aus dem Buch Daniel. Also nicht alles, was wir jetzt in diesen Bibelstudientagen betrachtet haben, denn wir haben in diesen vergangenen Malen uns sehr mit der zukünftigen Prophetie im Buch Daniel auseinandergesetzt, nebst der erfüllten. Ich habe das mal ausgezählt, das Buch Daniel enthält über 200 erfüllte Prophezeiungen über Weltgeschichte. Sie betreffen das alte Weltreich Babylonien, dann die Nachfolge Weltreiche, Medo-Persien, Griechenland, dann Großsyrien, Ägypten, Israel, Jerusalem und der Messias. In Kapitel 5 in diesem Buch behandle ich unter dem Titel von Kyros bis Antiochus Epiphanes Daniel 11. Und da ist es also viel einfacher, man kann sein eigenes Tempo wählen, man hat gleich den Bibeltext und jeweils eine kurze Erklärung dazu. Und jetzt, wie soll ich das machen als Bibelstudientag? Da habe ich mir gesagt, ja gut, wir gehen einfach den Text des Buches durch und ich erkläre noch ein bisschen dazu. Also es wäre dann so, wie wir das Buch eben zusammen lesen würden. Zu Hause. Daniel 11, 1 bis 35, das ist die Prophetie über die Zeit des persischen König Kyros ab seinem dritten Regierungsjahr, das heißt 537 vor Christus. Das wird so, das haben wir gesehen, in Kapitel 10 genau datiert. Nicht wahr? Die Kapitel 10, 11 und 12, die bilden eine Einheit. Und letztes Mal haben wir Kapitel 10 durchgenommen, da haben wir gesehen, wie ein Engel zu Daniel kommt und ihm verschiedene Dinge erklärt und eben das Kapitel 11 vorbereitet. Und am Schluss des Kapitels 10, das haben wir letztes Mal eben noch gelesen, ich möchte das gleich zitieren, da sagt dieser Engel, warum er zu Daniel geschickt worden ist. Wir haben letztes Mal noch gesehen, er kam 3 Wochen zu spät. Das ist schon tröstlich, dass sogar Engel mal zu spät kommen könnten. Aber gut, er war aufgehalten. Und dann steht in Daniel 10, Vers 21, doch will ich dir kundtun, was in dem Buch der Wahrheit verzeichnet ist. Dieses Buch der Wahrheit gab es im Himmel. Der Engel wusste um den Inhalt und bekam den Auftrag, diesen Inhalt Daniel mitzuteilen. Und daraus wurde dann Daniel 11 und 12. Und eben zuerst beschreibt er also die Zeit von Kyros, 537 vor Christus, bis in die Makkabäerzeit, 164 vor Christus. Ganz detailliert. Wir finden in diesen Versen über 150 erfüllte Prophezeiungen, die nachweislich in der Weltgeschichte in Erfüllung gegangen sind. Das kann man mit der Geschichtsliteratur schön und sehr einfach übrigens belegen. In meinem Buch habe ich dann eben viele Fußnoten und da sind die Quellen angegeben aus der Fachliteratur, wo man das alles nachlesen und belegen kann. Die Fußnoten sind eben ganz wichtig. Manche kennen ja noch den Professor Flusser von der Hebräischen Universität Jerusalem.
Das war ein Jude, der sich sehr stark mit dem Neuen Testament und Jesus Christus auseinandergesetzt hat. Und er hat immer, wenn es um kritische Dinge ging, hat er gesagt, wo sind die Fußnoten? Wo sind die Fußnoten? Ja, das ist der Punkt. Man kann nicht einfach etwas behaupten, man muss die Dinge belegen. Und so sind die Fußnoten eben ganz wichtig. Die findet man im Buch. Über 150 erfüllte Prophezeiungen. Das ist eigentlich der Todesstoß für den Atheismus. Weil man eben wirklich sehr einfach beweisen kann, dass das Buch Daniel auch wirklich vor den Ereignissen geschrieben worden ist. Ich war in der liberalen Theologie, hat man gesagt, ja natürlich, Daniel 11 ist natürlich nach 164 vor Christus geschrieben worden und so ausgegeben, als wäre das eine Prophetie. Gut, wenn man das Hebräische des Buches Daniel liest, kann man genau sagen, aufgrund der Rechtschreibung und aufgrund der Grammatik, des Satzbaus, aus welchem Jahrhundert das stammt. Und das ist genau das Hebräische aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Also die Zeit, in der Daniel eben geschrieben hatte, um 537 vor Christus. Das ist 6. Jahrhundert vor Christus. Aber Hebräisch im 2. Jahrhundert vor Christus, also um 164, das ist ganz anders. Die Rechtschreibung ist anders, der Satzbau ist anders. Also es ist sogar so offensichtlich, wenn ich einen Text kriege, den ich nicht kenne, irgendeinen unbekannten Text, innerhalb von Sekunden kann ich sagen, dass der aus dem 2. Jahrhundert stammt und nicht aus dem 6. Das ist so offensichtlich, so klar. Und das ist also so, das Hebräische ist genau das Hebräische aus der Zeit davor. Und es ist auch so, in der späteren Zeit kamen immer mehr Fremdwörter ins Hebräische hinein. Und es sind auch keine Fremdwörter drin im Buch Daniel, die ein Beweis wären für eine spätere Zeit. Es ist so reines Hebräisch, Daniel 11. Keine Fremdwörter aus späterer Zeit sind in Daniel 11 drin. Also fantastisch. Man kann das sehr gut belegen. Und noch etwas. Die Prophetie im Buch Daniel, die geht ja über das Jahr 164 vor Christus hinaus. Wir haben ja in Kapitel 9 schon behandelt, die Prophezeiung der 69 Jahrwochen bis auf das Kommen des Messias als Fürst, was sich am Palmsonntag erfüllt hat, 32 nach Christus. Dann die Kreuzigung wurde vorausgesagt, der Messias wird ermordet werden. Und dann wird gesagt, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das ist dann im Jahr 70 geschehen, als die Römer Jerusalem und den zweiten Tempel dem Erdboden gleichgemacht haben. Also kann man sagen, also liberale Theologen, bitte, was wollt ihr? Die Prophetie von Daniel geht ja darüber hinaus. Da müsste man sagen, das Buch Daniel ist geschrieben worden nach 70 nach Christus. Aber das geht ja wirklich nicht, denn man hat ja aus Qumran, aus den Höhlen von Qumran, hat man mehrere Daniel-Manuskripte. Und zwar zurück bis ins 2. Jahrhundert vor Christus. Also es geht wirklich nicht. Also es tut mir leid, wer eben so atheistisch oder liberal sein will, das Buch Daniel macht alles kaputt. Also ich könnte nicht mehr gut schlafen, wenn ich liberaler Theologe werden würde oder Atheist. Echt, mit einem guten Gewissen könnte ich nicht schlafen, weil die Fakten da sind. Ich wäre immer beunruhigt. Und dabei schlafe ich so gern gut. Ja, ist auch sehr wichtig als Ausgleich, dass man gut schläft. Ja, und dann in Daniel 11, 35 springt die Prophetie in die Endzeit. Und so ist dann ab Daniel 11, Vers 36 bis 45, das ist alles Endzeit. Jetzt gehen wir so schön der Reihe nach durch den Text. Und wichtig, also wir werden jetzt so etwas Kompliziertes studieren, dass niemand denken muss, oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was im vorigen Vers war. Das ist normal. Das kann niemand einfach so auffassen. Auch große Akademiker können das nicht. Die machen es nämlich genau gleich wie die anderen. Die wiederholen die Dinge immer wieder und immer wieder, bis es mal sitzt.
So geht das. Das sind ja nur Genies und von denen gibt es ganz, ganz wenige, die können etwas einmal lesen und dann wissen sie es. Also, wir machen das jetzt einfach so, dass wir durchgehen und uns einfach freuen zu sehen, diese Präzision der Prophetie, ohne dass wir uns sagen, ja, das muss ich jetzt festhalten können. Nein, das kann niemand, aber dafür gibt es ja das Buch. Man kann es übrigens sogar gratis downloaden, das PDF bei clv.de. Der CLV meint nicht, dass man die Bücher dort nicht kaufen soll, sondern die haben alle ihre Bücher als PDF angeboten. Aus dem Grund, ja, wenn man in eine Buchhandlung geht, möchte man doch ein Buch, bevor man es kauft, mal anschauen, in der Hand haben, reinschauen, was steht da überhaupt drin. Und so kann man auf dem Internet das PDF runterladen, anschauen und merkt, das ist wirklich ein gutes Buch. Und ein PDF lesen, das bringt nicht viel. Es ist einfach, es geht nichts darüber hinweg, über eine Hardcopy. Wirklich, ein wirkliches Buch in der Hand. Aber dann weiß man, ob man das Buch überhaupt kaufen soll oder nicht. Also da würde ich vorschlagen, lädt man das runter und dann schaut man sich das nochmals an und vielleicht kauft man es, ist sowieso ganz billig, ist ja billiger als 5 Franken. Und dann kann man das nochmals durchlesen. Und so kann man sich dann langsam Dinge auch aneignen. Aber jetzt gehen wir einfach durch. Ich habe mir gesagt, etwa so, wie wenn man Alzheimer hat. Ja, in der Frühphase ist das so. Wenn man Predigten hört, das ist ganz normal, man vergisst nachher alles, was man gehört hat. Aber im Moment kann ein Gläubiger, der auch durch so schwierige Zeiten hindurchgehen muss, kann er sich am Wort freuen. Und das ist wichtig, dass wir uns einfach am Wort freuen können im Moment, auch wenn man nachher die Dinge wieder vergisst. Aber es ist dann eigentlich genauso wie in der Dusche. Nicht wahr? Das Wort Gottes wird ja verglichen mit Wasser, das uns reinigt. Und wenn wir uns duschen, da erinnern wir uns auch nicht an jeden Strahl. Aber nachher ist man sauber. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Es hat in sich eine reinigende Wirkung auf uns und verändert uns. Und gerade eben auch dieses Erlebnis, die Freude am Wort Gottes, wie das steht in Jeremia 15, Vers 16. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Und sie waren mir zur Wonne und Freude meines Herzens. Daniel 11, Vers 1. Das ist ein Schreibfehler, Vers 1. Und auch ich stand im ersten Jahr Darius des Meders ihm bei als Helfer und Schutz. Dieser Engel, der Daniel erklärt, was im Buch der Wahrheit im Himmel steht, sagt, er sei, im Vers vorher sagt er sei in einer schwierigen Situation dem Engel, dem Erzengel Michael zu Hilfe geeilt. Und das war im ersten Jahr Darius des Meders. Das ist das gleiche übrigens wie das erste Jahr von Kyros, 539 vor Christus. Das war der Moment, als die Perser und Meder Babylon erobert hatten. Und dadurch ging das Wort Gottes über den Untergang des Babylonischen Reiches nach 70 Jahren, so war es in Daniel 27 vorausgesagt, und 29 ging das in Erfüllung. Aber gleichzeitig war da im Himmel ein Kampf zwischen den Engeln Gottes und den Engeln Satans. Und dieser Engel, der da Daniel alles mitteilt, sagt, ich bin da damals dem Erzengel Michael zu Hilfe gekommen. In diesem entscheidenden Moment, das war eben 3 Jahre zuvor. Und das war dann ein ganz wichtiges Jahr, denn Babylon wurde erobert. Und gleich darauf hat Kyros den Juden die Erlaubnis gegeben, das kann man nachlesen in Esra 1, ihr dürft alle wieder nach Hause gehen. Baut Jerusalem wieder auf und auch den Tempel. Und dann gingen sie zu Tausenden wieder heim. Und offensichtlich, der Teufel wollte das verhindern. Und darum war da im Himmel ein Kampf zwischen den Engeln Gottes und den Engeln der Finsternis. Genau in diesem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte. Dieser Darius der Meder hier, das war übrigens ein Unterkönig von Kyros. Kyros, der Perser, hat das ganze persische Weltreich beherrscht.
Aber das Gebiet von Babylonien, im heutigen Südirak, das war dann unter der Herrschaft von Darius dem Meder. Und ich habe schon erklärt, die Meder sind ein interessantes Volk, weil die Kurden wissen, dass sie auf die Meder zurückgehen. Also wenn man mit Kurden zu tun hat, muss man ihnen unbedingt sagen, also in der Bibel steht etwas von euch. Im Koran nicht, aber in der Bibel. Und dieser Darius der Meder, das ist auch der Darius in Daniel 6, der Daniel, ohne dass er es eigentlich wollte, in die Löwengrube tat, das war ein Meder. Also schon interessant für Kurden, um ihnen eine Brücke zu schaffen zur Bibel. Der Perserkönig Kyros lebte übrigens von 590, 580, niemand weiß genau das Geburtsjahr, bis 530 vor Christus. Und jetzt kommt der zweite Vers. Jetzt kommt's, was im Buch der Wahrheit steht. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch sein Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Diese Prophezeiungen bekam Daniel in der Zeit des Königs Kyros. So steht es in Daniel 10, Vers 1. Somit sind unter den vier Königen Persiens, die hier im Visier der Weissagung stehen, folgende Herrscher zu verstehen. Jetzt kommen noch drei und der vierte wird dann besonders reich sein. Nun, in der Geschichte ist der nächste Kambyses. 530 bis 522 vor Christus. Und dann zweitens Gaumata. Er wird auch genannt in der Geschichte Pseudosmerdis. Der regierte nur ein paar Monate im Jahr 522 vor Christus. In vielen Büchern ist er gar nicht bekannt. Aber man muss den kennen, sonst geht die Sache nicht auf. Und er war wirklich der Nachfolger von Kambyses. Hat den Thron an sich gerissen. Gaumata. Dann drittens Darius der Erste Hystaspes. Er regierte von 522 bis 486 vor Christus. Und dann kommt Xerxes der Erste. 486 bis 465 vor Christus. Und das ist der Mann, der sagenhaft steinreich wurde. Das ist übrigens der Mann von Esther. Im Buch Esther beginnt es doch mit im dritten Jahre der Regierung des Königs Ahasveros. Ahasveros, so sagt man im Hebräischen, für Griechisch Artaxerxes. Xerxes der Erste. Xerxes der Erste. Ich habe auf dem Blatt, das ich ausgeteilt habe, noch hinzugefügt, Kyros wird in Esra 4, Vers 3 erwähnt. Und dann Kambyses wird in Esra 4, Vers 6 erwähnt und er heißt im Hebräischen Ahasveros. Aber ja nicht verwechseln mit dem Ahasveros zur Zeit von Esther. Und dann zweitens Gaumata, der heißt im hebräischen Text von Esra 4, 7, Artasasta. Aber man darf ihn ja nicht mit einem späteren Artasasta verwechseln, der sogenannte Artaxerxes Longimanus aus Nehemia 2, Vers 1. Und dann Darius wird erwähnt in Esra 4, Vers 5. Also alle Könige werden dort erwähnt in Esra 4. Und dann kommt eben Xerxes, der Erste, das ist der Ahasveros aus Esther 1, Vers 1. Sprichwörtlich steinreich. Und jetzt muss man für sich Esther 1 lesen. Der hat ja eine Party veranstaltet. Ein halbes Jahr ging die, um seinen ganzen Reichtum seinem Volk vorzustellen. Und hat dann sogar das Volk eingeladen. Alle durften kommen an sein Fest. Ist ja auch nicht schlecht, wenn wir einen Bundesrat hätten, der die ganze Schweiz einladen würde. Also, unglaublich. Und dieser Mann hat eine Armee aufgebaut.
so riesig und so ausgestattet, wie man das in der Geschichte vorher nie gesehen hatte. Unglaublich. Aber dieser Xerxes stürzte sich dann in die sogenannten Perserkriege gegen Griechenland. Und das haben wir vielleicht noch im Geschichtsunterricht mal einige Male durchgenommen, die sogenannten Perserkriege. Aber die Perser haben schmählich gegen das heldenmütige Volk der Griechen verloren. Obwohl das Persische Reich, das ging ja bis nach Pakistan, bis an den Indus. Das war ja eine unvorstellbare Überlegenheit. Aber die Griechen haben sich heldenmütig gewehrt und haben die Perser besiegt. Übrigens, im Buch Esther, da ist ja dieses große Fest, ein halbes Jahr, im dritten Jahr der Regierung von Xerxes, von Ahasveros. Und im Rahmen dieses Festes kommt es ja dazu, dass er schließlich seine Ehefrau Vasti verstößt. Und seine Minister raten ihm, er soll eine bessere Frau heiraten. Und nicht wahr, wir wissen, wie das dann weitergegangen ist, wie schließlich Esther als jüdische Frau zum Königtum aufstieg, obwohl Xerxes gar nicht wusste, dass es eine Jüdin war. Er wusste gar nicht, wen er heiratete. Also so soll man das nicht machen. Also in der Bibel haben wir nicht nur Beispiele, die wir nachahmen sollen, sondern auch Beispiele, die wir nicht nachahmen sollen. Aber eben, es ist so, er hat diese Esther geheiratet, aber das Eigenartige ist, musst du genau lesen in Esther 2, erst im siebten Jahr seiner Regierung. Ja, aber das sind ja 4 Jahre dazwischen. Warum hat er noch so lange gewartet? Das war nicht, weil er so viel Geduld hatte, sondern in diese Zeit fallen die Perserkriege hinein. Da hat er gar keine Zeit. Also sehen wir das Buch Esther, das erzählt, spricht zwar nicht über die Perserkriege, aber die werden gleich vorausgesetzt, indem man sieht, wie da ganz präzise datiert wird. Das ist kein Geschichtchen, das erfunden wurde, wie liberale Theologen gesagt haben. Nein, da sehen wir, das ist so authentisch geschrieben. Ja, und da haben wir also genau das hier. Der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Das hat er gemacht. Nur, es war dann eine Katastrophe für ihn. Das sagt die Prophetie hier aber nicht. Nur einfach, dass er gegen Griechenland vorgeht. Und zwar mit seiner ganzen Militärmacht. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Vers. Vers 3. Und ein tapferer König wird aufstehen. Und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Das hier ist nun Alexander der Große, wie wir gleich noch sehen werden, aus Griechenland. Der Kommentar, ich zitiere jetzt also mein Buch, obwohl die Schlacht bei Salamis ein ungeheurer Triumph für die Griechen darstellte, sie haben die Perser besiegt, so hinterließ sie dennoch tiefe Narben in diesem Volk. Etwa 150 Jahre später machte sich daher Alexander der Große auf, um sich an den Persern zu rächen. Und das haben wir übrigens als Prophetie schon gefunden in Daniel 8, 6 und 7. Das will ich nicht mehr wiederholen. In der atemberaubenden Zeit von 13 Jahren brachte er, Alexander der Große, das gesamte medopersische Weltreich bis nach Indien in seine Gewalt. Also warum wird in Vers 3 plötzlich Alexander eingeführt nach der Perserschlacht von Xerxes? Hier wird gezeigt, dass 150 Jahre später der Alexanderfeldzug eigentlich ein Rachefeldzug sein sollte. Gegen das, was Esthers Mann den Griechen angetan hatte. Hier sehen wir eine Münze aus der Zeit mit dem Kopf von Alexander dem Großen. Der regierte eben 336 bis 323 vor Christus. Und hat von Griechenland in Europa ausgehend über Landstriche von Afrika alles in Asien erobert bis zum Indus. Unglaublich. Aber eben, wir haben da sogar noch eine Art Foto, ja?
von diesem Mann. Jetzt gehe ich zum nächsten Vers, Vers 4. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Aber nicht für seine Nachkommen wird es sein. Und nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat. Denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden, mit Ausschluss von jenen. Das heißt, von seinen eigenen Nachkommen. Der Kommentar. Die Glanzzeit Alexanders des Großen dauerte lediglich etwas mehr als 10 Jahre. Also 13 Jahre. Um 323 vor Christus erlag er einem, wie es scheint, Malaria-Fieber. Er war damals in Babylon, wollte den Turm von Babel aufbauen. Dann wurde er krank und starb. Er hinterließ zwar bei seinem Tode einen Sohn namens Herkules. Ein weiterer Sohn wurde kurz darauf geboren. Also die Frau war schwanger. Beide wurden jedoch in der Folge ermordet. So teilten die Generäle Alexanders und deren Nachfolger das große Erbe nach harten Kämpfen unter sich auf. Das griechische Weltreich wurde aufgesplittert und, wie der Bibeltext sagt, nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt. Also jedes Wort hat sich erfüllt. Und sehen wir, sobald er aufgestanden ist, das heißt, also der steht auf, aber es geht gar nicht lange. Und dann ist alles wieder kaputt. 13 Jahre später. Und da stürzte eben das Alexanderreich, so schnell erobert, aber nach seinem Tod stürzt das Alexanderreich in jahrelange Bürgerkriege. Und das haben wir vielleicht in der Schule mal gelernt, das sind die sogenannten Diadochenkriege. Das waren eben diese griechischen Bürgerkriege, die das Alexanderreich auseinandergerissen haben. Und zwar in hauptsächlich 4 Blöcke. Und zwar heißt es eben nach den 4 Winden des Himmels hin zerteilt. Und jetzt sehen wir hier das Reich des Ptolemäus. So hieß der erste Herrscher über Ägypten. Das ist im Süden, ja? Und das Reich des Seleukus, der wurde Herrscher über Großsyrien, von Syrien, Libanon bis nach Pakistan. Und darum nennt man dann die Nachkommen von die weiteren Herrscher die Seleuziden. Das waren die Herrscher von Großsyrien. Seleukus war der erste. Und dann sehen wir das Reich des Kassander in Mazedonien. Also da in Griechenland. Das ist schön im Westen. Und dann gibt es noch das Reich des Lysimachus in Thrakien, also über Teile der Westtürkei, und dann Bulgarien. Sieht man das? Und das geht natürlich dort nördlich, am nördlichsten hinauf. Und darum ist es das nach der nördlichen Himmelsrichtung hin ausgebreitet war. Aber stellt man sich vor, in der Antike hatte man doch nicht solche Weltkarten wie heute, wo man das genau hätte einstufen können, ja, was ist wo, welches ist am nördlichsten und so. Aber es stimmt genau mit dem Bibeltext überein. Und jetzt gehen wir weiter. Als Einleitung zu den weiteren Versen. In den folgenden Versen beschäftigt sich die Prophetie Daniels nur noch mit Syrien, also mit Großsyrien, dem Reich des Seleukus, und Ägypten. Weil diese beiden Länder in der Geschichte des Volkes Israel, und das ist das auserwählte Volk Gottes, in der Geschichte des Volkes Israel eine sehr bedeutende Rolle spielen sollten. Das Land Israel wurde nämlich in der Zeit nach Alexander von diesen beiden Großmächten wie ein Spielball hin und her geworfen. In dieser Zeit hatten die Juden unsäglich viel zu leiden. Von Israel aus gesehen lag Syrien im Norden. Deshalb wird der jeweilige Herrscher dieses Landes bei Daniel als König des Nordens bezeichnet. Analog dazu wird der jeweilige Herrscher Ägyptens als
König des Südens betitelt. Und hier auf der NASA-Karte sehen wir in Syrien, Libanon, Syrien, der König des Nordens. Und in Ägypten, südlich von Israel, der König des Südens. Und das Fantastische ist jetzt Folgendes. Wenn wir jetzt weiter durch die Verse von Daniel 11 gehen, Schritt für Schritt, dann werden schön Generation um Generation von diesen Königen in Ägypten und in Syrien in der Prophetie genau vorausgesagt. Also in Ägypten haben wir zuerst von 323 bis 185 Ptolemäus der erste Soter. Und dann kommt Ptolemäus der zweite, Philadelphus. Unter diesem König wurde übrigens die Bibel zum ersten Mal auf Griechisch übersetzt. Die sogenannte Septuaginta in Ägypten, die oft im Neuen Testament zitiert wird. Und dann kommt Ptolemäus der dritte, Ptolemäus der vierte, der fünfte, der sechste. Und da sind wir schon bis ins Jahr 145 vor Christus. Ja? Und jetzt parallel in Syrien, da haben wir eben zuerst Seleukus, den ersten, Nikator. Und dann kommt Antiochus der erste, Antiochus der zweite. Dann kommt ein Seleukus der zweite, Seleukus der dritte. Der nächste König heißt Antiochus der dritte, der große. Der nächste Seleukus der vierte, Philopator. Und dann schließlich Antiochus der vierte, Epiphanes. Und der wird ganz besonders ausführlich behandelt. Dieser Herrscher von 175 bis 163 vor Christus. Da sind wir dann in der Zeit der Makkabäer. Aber fantastisch. Also die Juden in dieser Zeit mussten sehr leiden, weil Syrien und Ägypten ständig miteinander Streit hatten. Aber dazwischen war das Land Israel. Und man muss sich vorstellen, das war in dieser Zeit, als es keine Schriftpropheten mehr gab. Der letzte Schriftprophet des Alten Testaments war Malachi um 400 vor Christus. Und dann gab es keine Propheten mehr. Und das war eine traurige Zeit, so kann man das lesen im ersten Buch Makkabäer, Kapitel 9. Das ist ein Buch, das gehört nicht zur Bibel, aber das wurde von einem Juden geschrieben in dieser Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und da steht dort, und war solch Trübsal in Israel. So steht es in der Luther-Übersetzung von Makkabäer. Luther hat ja das übersetzt und hat klar geschrieben, das gehört nicht zur Heiligen Schrift. Sei aber nützlich zu lesen. Und war solch Trübsal in Israel, dergleichen nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hatte. Keine Propheten mehr. Aber man hatte die Bibel. Man wusste, jetzt müssen wir warten, bis endlich dann der Messias kommt. Daniel hat ja gesagt, wie viele Jahrwochen es gibt, bis der Messias kommt. Und die wartenden Juden konnten Daniel 11 lesen und da wussten sie, oh, jetzt sind wir in Vers 4. Ja, aber die Ereignisse, das ist ja genau Vers 5. Nun, es gab natürlich keine Verseinteilung damals. Aber man konnte sagen, jetzt kommt dieser Satz, jetzt kommt der nächste Satz. Die konnten wirklich von Generation zu Generation sich genau orientieren, wo man jetzt im Text ist. Alles schön nacheinander aufgezeigt und hat sich so erfüllt. Und jetzt verstehen wir, das Buch Daniel war natürlich ein ganz besonderer Trost für die Juden in dieser schweren Zeit. Keine Propheten mehr. Man wartet auf den Messias, aber geht durch viel Not hindurch. Aber sie wissen, Gott hat alles in der Hand. Er hat es ja im Voraus gesagt. Das sollte so kommen. Und er wird uns trotzdem ans Ziel führen. Also wirklich fantastisch. Und es ist ein gutes Argument. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ja gut, biblische Prophetie. Im Rückblick kann man das dann sagen, dass das hätte sich erfüllt oder jenes. Aber im Voraus kann man das nicht wissen. Ach wo? Die haben davon gelebt, dass sie lesen konnten. Jetzt, oh, da. Jetzt, was kommt da? Als nächstes muss jetzt das kommen. Natürlich konnten die ganz genau wissen, was als nächstes kommt. Also ich glaube, bis jetzt ist man rausgekommen. Hoffe ich. Ja, jetzt gehen wir zum nächsten Vers, Vers 5. Und da steht,
Und der König des Südens wird stark werden. Mit dem König des Südens ist hier Ptolemäus der Erste, Soter, gemeint. Er war einer der begabtesten Generäle Alexanders des Großen. Nach dessen Tod machte er sich zum Herrscher über Ägypten. So gründete er die ptolemäische Dynastie, eben im Kontrast in Syrien die seleuzidische Dynastie. So gründete er die ptolemäische Dynastie. Um 320 vor Christus eroberte er Phönizien, das ist heute Libanon, Kölesyrien, also auch dort im Gebiet Libanon und dann Syrien, Teil von Syrien, und Israel. Und dehnte so seine Macht aus. Also, als er dann Israel erobert hatte, so wussten die Juden in Israel, ah, das steht hier, der König des Südens wird stark werden. So seine Macht von Ägypten herkommend ausgedehnt bis nach Libanon und Kölesyrien. Jetzt kommt die Beschreibung eines Herrschers oben, also in Syrien. Das haben wir von Ägypten gelesen, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Es geht hier um Seleukus den Ersten, Nikanor, 312 bis 281 vor Christus. Und einer von seinen Obersten wird stark werden über ihn hinaus und wird herrschen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Also, hier geht es um Seleukus den Ersten, Nikator. Er war ein früherer Feldherr des Königs Ptolemäus des Ersten. Und darum steht hier ganz genau übersetzt, einer von seinen Obersten. Und dem von Ägypten noch, ja? Wird stark werden über ihn hinaus und wird herrschen. Also der hat sich dann um 312 vor Christus unabhängig gemacht und erlangte die Herrschaft über Syrien. Das heißt also über Großsyrien. Bis nach Pakistan. Er begründete die Dynastie der Seleuziden. Sein Reich war das größte der Diadochenreiche. Diadochen, das heißt Nachfolger, also die Nachfolger von Alexander dem Großen. Die vier Blöcke, die ich gezeigt habe, das sind die vier Diadochenreiche. Und jetzt geht es um die zwei Diadochenreiche, Ägypten und Großsyrien. Und jetzt im nächsten Vers geht es um Ptolemäus den Zweiten, Philadelphus, 285 bis 246 vor Christus, und Antiochus dem Zweiten, Theos, 261 bis 246 vor Christus. Also Ptolemäus in Ägypten, Antiochus der Zweite in Syrien. Ich lese den Text der Bibel. Und nach Verlauf von Jahren werden sie sich verbünden. Und die Tochter des Königs des Südens wird zu dem König des Nordens kommen, um einen Ausgleich zu bewirken. In diesem Vers geht es nicht mehr um die beiden in 11 Vers 5 genannten Könige, sondern um deren Nachkommen. Aber die Nachkommen werden auch genannt König des Südens, so wie der Vater, ja, und König des Nordens, wie der Vorgänger. Es geht also um Ptolemäus den Zweiten und Antiochus den Zweiten. Der zeitliche Sprung wird angedeutet durch und nach Verlauf von Jahren. Sieht man das? So präzis. Um den jahrelangen blutigen Kriegskonflikten zwischen Ägypten und Syrien ein Ende zu bereiten, versuchten sich die beiden Königshäuser zu verbinden. Etwas kennen wir auch aus der europäischen Geschichte. Ständig diese Herumschieberei, ja? Von Königstöchtern. Versuchten sich die beiden Königshäuser zu verbinden. Muss man sich vorstellen, da haben die Juden gelesen in der Bibel, also da gibt es dann eine Heirat, die Tochter von Ägypten, vom König in Ägypten, die geht dann nach Syrien, heiratet dort ein. Dann ist es passiert. Wow, jetzt sind wir
Ja, eben, die konnten nicht sagen Vers 6, aber jetzt sind wir da bei diesem Satz. Um 252 vor Christus verstieß Antiochus II. Seine Frau Laodike und heiratete Berenike, die Tochter des Ägypterkönigs Ptolemäus II. Das ist keine akzeptable Sache. Also der hat die Frau weggeschickt, um politisch diesen Schachzug zu machen mit Ägypten. Das haben die Juden gesehen. Oh, der macht aber etwas ganz Übles. Aber es steht in der Bibel, das wird so kommen. Und das nächste zeigt, es wird ein totaler Fehlschlag. Aus diesen ethisch unhaltbaren Friedensbemühungen gab es jedoch letztlich eine Katastrophe. Laodike ließ aus Rache ihren früheren Mann Antiochus II. Einige Jahre nach seiner Heirat mit Berenike, mit der neuen Frau aus Ägypten, vergiften. Und ebenso den kleinen Sohn aus dieser Ehe. Darauf floh Berenike, also die ägyptische Königstochter, mit einigen Getreuen nach Daphne bei Antiochia. Das ist das Antiochia in Syrien. Also der südlichste Spitz von der Türkei heute, dort ist Antiochia, gerade an der Grenze zu Syrien. Das war früher immer syrisch, nur am Ende des Ersten Weltkrieges, da hat Atatürk im letzten Moment das noch nach der Türkei ziehen können. Nur so nebenbei. Also die flieht dann dorthin nach Daphne bei Antiochia. Seleukus II., der Sohn der Laodike, also der Sohn der verstoßenen Frau, folgte ihr dorthin, nahm diese Stadt ein und brachte Berenike samt ihrem Gefolge um. In dieser Zeit starb auch Ptolemäus II., der Vater Berenikes in Ägypten. Und das war alles vorausgesehen in 11, 6b und c. Ich lese. Aber sie, Berenike, wird die Kraft des Armes nicht behalten. Sie musste ja fliehen, nicht wahr? Und er, gemeint ist Antiochus II., wird nicht bestehen, noch sein Arm, also seine Macht. Er wurde ja vergiftet. Ja? Und sie, gemeint ist Berenike, wird dahingegeben werden. Sie, Berenike, und die sie eingeführt haben, nämlich ihre Getreuen, und der sie gezeugt, das ist Ptolemäus II., der dann auch gestorben ist in dieser Zeit, und der sie in jenen Zeiten unterstützt hat, das war eben dieser Antiochus II. Aber sieht man, es ist alles deutsch, wenn man den Text nur so hat, es klingt ziemlich geheimnisvoll, ja? Aber sobald es dann geschehen ist, merkt man, ja, jedes Wort ist erfüllt. Jede Aussage ein Volltreffer. Gehen wir weiter. Jetzt haben wir schon wieder vergessen, was vorhin war. Aber so ist das eben. Man muss sich im Moment freuen. Und dann später eben nochmals nachlesen. Ptolemäus III., Euergetes, kommt jetzt dran, ab 246. Und Seleukus II., Kallinikos, auch ab 246. Doch einer von den Schösslingen ihrer Wurzeln wird an seiner Stadt aufstehen. Und er wird gegen die Heeresmacht kommen und er wird in die Festungen des Königs des Nordens eindringen und mit ihnen nach Gutdünken verfahren und wird siegen. Das ist Vers 7. Na, die Geschichte ging so weiter. Ptolemäus III. Übernahm die Herrschaft seines Vaters Ptolemäus II., der ja eben gestorben war. Als Bruder Berenikes, das heißt nämlich hier einer von den Schösslingen ihrer Wurzeln, das ist also nicht ein Nachkomme,
sondern einer, der auf die gleiche Wurzel zurückgeht, ja, aus der die Schüsslinge hervorkommen. Also sieht man, wie präzise beschrieben wird. Einer von den Schüsslingen ihrer Wurzeln, also der Bruder Berenikes, wollte er sich rächen. Er mobilisierte ein mächtiges Heer und besiegte in einer Reihe von Kämpfen Seleukus II. Von Syrien. Dabei eroberte Ptolemäus III. Unter anderem auch die syrische Festung Seleukia. Und hier steht, er wird gegen die Heeresmacht kommen, er wird in die Festungen des Königs des Nordens eindringen und mit ihnen nach Gutdünken verfahren und wird siegen. Ist genau so geschehen. Jetzt wird Ägyptens Kriegsbeute beschrieben. Und er wird auch ihre Götter samt ihren gegossenen Bildern, samt ihren kostbaren Geräten, Silber und Gold, nach Ägypten in die Gefangenschaft führen. Und er wird jahrelang standhalten vor dem König des Nordens. Da wussten die Juden, also da wird es dann eine Zeit geben, da ist es ein bisschen stabiler. Geht es nicht immer ständig hin und her. Einige Jahre. Als in Kyrene ein Aufstand losbrach, musste Ptolemäus III. Nach Ägypten zurückkehren. Allerdings nahm er dabei eine riesige Beute mit sich. Unermessliche Schätze hat er da in Syrien geholt. Zahllose Heiligtümer und Götzenbilder hat er erobert. Und nahm also diese Götzenbilder mit. Sowie auch viele Gefangene von hoher Stellung in Syrien. In der Folge ruhte der Kampf zwischen Syrien und Ägypten für einige Jahre. Hat sich also genauso erfüllt. Die Götter, kostbare Bilder, kostbare Geräte, Silber, Gold, kommt alles nach Ägypten und dann einige Jahre Ruhe. Aber als Bibelleser wusste man, es geht weiter. Es kommt zu Syriens Gegenschlag, aber erst nach Jahren. Vers 9. Und dieser wird in das Reich des Königs des Südens kommen, aber in sein Land zurückkehren. Da wusste man, also Syrien wird Ägypten angreifen, aber das wird irgendwie nicht gerade erfolgreich sein. Um 242 vor Christus holte Seleukus II., also der von Syrien, zu einem militärischen Gegenschlag aus. Jedoch hatte er dabei keinen Erfolg. Ägypten behauptete die Vorherrschaftsstellung. Und jetzt geht es weiter. Wieder eine nächste Generation, Seleukus III. Und Antiochus III., der Große. Da steht, aber seine Söhne werden sich zum Krieg rüsten und eine Menge großer Heere zusammenbringen. Die beiden Söhne des Syrerkönigs Seleukus II. Es handelt sich eben, wie gesagt, um Seleukus III. Und dessen Bruder Antiochus III. Von Syrien, beide von Syrien. Wollten den Kampf gegen Ägypten weiterführen. Dazu warben sie Massen von Söldnern an, um ein riesiges und kampftüchtiges Heer auf die Beine zu stellen. Also genau so war es. Zwei Brüder, seine Söhne, rüsten sich und sie bringen ein riesiges Heer zusammen. Hat sich so erfüllt. Aber sieht man, wie gefährlich es ist, einfach eine Prophetie zu machen. Ich meine, hier war es gerade so, dass eben zwei Brüder miteinander zusammenarbeiten und nicht einer im Alleingang. Und das war die Geschichte. So. Klar, wie man anhand der Jahreszahlen sieht, zuerst war der eigentliche Herrscher Seleukus III. Und nachher kam dann Antiochus III. Aber die haben das so miteinander gemacht, diese Vorbereitung zum Krieg. Und jetzt lesen wir über Syriens Erfolge. Und einer wird kommen. Aha, nicht beide. Sieht man? Beide machen die Vorbereitungen, bringen das Heer zusammen, aber einer kommt dann. Einer wird kommen und überschwemmen
Man beachte das Wort überschwemmen. Das wird jetzt noch mehrmals kommen und es steht immer wieder in Verbindung mit dem Syrerkönig. Überschwemmen, überschwemmen. Und wir werden dieses Stichwort dann auch haben in der Endzeitprophetie. Und da werden wir sehen, das bezieht sich auf das, was heute IS genannt wird. Der wird auch alles überschwemmen. Also plötzlich ganze Landstriche überrennen. Das meint überschwemmen. Also schon hier steht es von dem König des Nordens. Und einer wird kommen und überschwemmen und über die Grenze gehen. Und er wird wiederkommen und Krieg führen bis zu seiner Festung. In 11, Vers 10b ist plötzlich nur noch von einem der Söhne die Rede. Seleukus III. Wurde nämlich um 223 vor Christus mit Gift ermordet. So, das ist die Lösung. Warum nicht beide kommen? So bezieht sich das Folgende nur noch auf Antiochus den III. Um 221, 219 und 218 vor Christus griff er dreimal Ägypten an und überschritt dabei die Grenze. Wie es hier steht, er wird kommen, überschwemmen, über die Grenze gehen. Um 221 vor Christus wurden seine Angriffe durch die ägyptischen Befestigungen im Libanon aufgefangen. 2 Jahre später gelang es ihm jedoch, diesen Verteidigungsgürtel zu durchbrechen und dabei auch Tyrus und Akko, Akko liegt gerade nördlich von Haifa, ja, einzunehmen. Daniel 11, Vers 10, C nimmt Bezug auf seine wiederholten Angriffe auf die Ägypterbefestigungen im Libanon. Und er wird wiederkommen und Krieg führen bis zu seiner Festung. Das ist genau so erfüllt. Jetzt geht es um Ptolemäus den IV. In Ägypten, ja? Die Ptolemäer sind die Ägypter. Als Antiochus der III. Bei seiner dritten Offensive um 218 vor Christus das Land Israel zum Teil eroberte, kam es zu einem besonderen Zornausbruch Ägyptens. Ptolemäus der IV. Philopator schlug zu und besiegte Antiochus den III. Um 217 vor Christus in dem Entscheidungskampf von Raphia bei Gaza. Diese Ortschaft ist ja bekannt, ja? Rafa bei Gaza. Er verstand diesen Sieg aber nicht auszunutzen und ließ Antiochus den III. Einfach abziehen. Dies wurde in 1111 und 1112 vorausgesagt. Also, und der König des Südens, gemeint ist hier Ptolemäus der IV., wird sich erbittern. Das ist ein Zornausbruch, ja? Und wird ausziehen und mit ihm, dem König des Nordens, das ist hier Antiochus der III., streiten. Und dieser, Antiochus der III., wird eine große Menge aufstellen. Aber die Menge wird in seine Hand, das heißt in die Hand von Ptolemäus den IV., gegeben werden. Und wie die Menge, die Truppen von Antiochus den III., aus dem Wege geräumt sein wird, wird sein Herz, das Herz von Ptolemäus dem IV., sich erheben. Und er, Ptolemäus der IV., wird Zehntausende niederwerfen, aber nicht zu Macht kommen. Also hat sich so erfüllt, aber Ägypten konnte diesen Sieg nicht ausnutzen. Und das steht hier, er wird trotz diesem Erfolg militärisch nicht zu Macht kommen. Nun, im nächsten Vers wird Syriens erneuter Angriff um 201 vor Christus beschrieben. Und der König des Nordens wird wiederkommen und eine Menge aufstellen, größer als die frühere. Ja, nach Verlauf der Zeiten von Jahren, man beachte wieder diese Zeitangaben, die man ständig findet, im Verlauf von Jahren wird er mit einem großen Heer und mit großer Ausrüstung kommen. Und 204 vor Christus starb Ptolemäus der IV.
Ihm folgte sein Sohn Ptolemäus V. Epiphanes, als noch kleines Kind auf den Thron. Diese Situation wollte Antiochos III. Ausnützen, um 16 Jahre nach seiner Niederlage in Raphia einen neuen Angriff gegen Ägypten zu starten. Sehen wir, er kommt wieder und nach Verlauf von Jahren, nach 16 Jahren, mit einem großen Heer. Der nächste Vers sagt, es geht hier um Ptolemäus V., Epiphanes, und in jenen Zeiten werden viele aufstehen gegen den König des Südens. Da wussten die Juden beim Lesen, oh, das wird so eine Art Revolution geben in Ägypten. Und in jenen Zeiten werden viele aufstehen gegen den König des Südens. Und Gewalttätige deines Volkes, oh, das war ein Schock für Daniel, Gewalttätige aus Israel werden sich da irgendwie auch noch einmischen. Und Gewalttätige deines Volkes, sagt der Engel zu Daniel, werden sich erheben, um das Gesicht, die Vision zu erfüllen und werden zu Fall kommen. Der Zeitpunkt, den Antiochos III. Wählte, um eine neue Offensive gegen Ägypten zu lancieren, war aus einem weiteren Grund für ihn sehr günstig. Das ägyptische Reich war in diesem Moment durch innere Unruhen und Thronzwistigkeiten geschwächt. In Israel, das unter der Oberhoheit Ägyptens stand, machte ein Teil der Juden einen Bund mit Syrien gegen Ptolemäus V. Das war nicht gut. Aber das war vorausgesagt. Gewalttätige eines Volkes werden sich erheben. Er macht einen Bund mit den Heiden in Syrien, um da vom ägyptischen Joch loszukommen. Um 200 vor Christus schlug Ägypten jedoch zurück. Unter dem Feldherrn Skopas attackierten sie die Syrer und rissen Israel wieder an sich zurück. Und das war natürlich eine Katastrophe für die Aufständischen in Israel. Nun werden Syriens Kriegserfolge beschrieben. Und der König des Nordens wird kommen und einen Wall aufwerfen und eine befestigte Stadt einnehmen. Und die Streitkräfte des Südens werden nicht standhalten. Selbst sein auserlesenes Volk wird keine Kraft haben, um standzuhalten. Es wird nicht gesagt, welche Stadt, ja? Aber sie wussten da, eine starke, befestigte Stadt mit Mauern wird dann erobert werden. Und auch da Hochgestellte werden da keine Kraft haben, um standzuhalten. Antiochos III. Griff von Neuem an. Um 198 vor Christus schlug er die ägyptische Armee, die wiederum von Skopas angeführt wurde, an der Jordanquelle bei Banias. Wer war schon dort in Banias? Ja, schon einige. Das ist gerade am Fuß der Golanhöhen in Nordisrael. Also dort war diese Schlacht, die da vorausgesagt war. Schlug er die ägyptische Armee, die wiederum von Skopas angeführt wurde, an der Jordanquelle bei Banias. Dort entspringt eine Quelle für den Jordan aus dem Felsen heraus. Banias, das ist Caesarea Philippi im Neuen Testament, Matthäus 16. Da, wo Petrus das Bekenntnis abgelegt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also, ich gehe zurück an der Jordanquelle bei Banias. Skopas floh darauf nach Sidon. Also er floh dann hinauf in Libanon, zur Stadt Sidon. Antiochus III. Folgte ihm dorthin und nahm die Stadt nach einer Belagerung ein. Da wussten die Juden, aha, die befestigte Stadt. Wir wussten zwar nicht welche, musste eine sein, das ist die Stadt Sidon. Nahm sie ein. Der Versuch der drei ägyptischen Führer, Eropas, Menakles und Damoyenus, den Feldherrn Skopas in Sidon zu befreien, war ein Fehlschlag. Antiochos III. Trieb alle ägyptischen Streitkräfte in ihr Land zurück. Sieht man, er wird nicht standhalten.
selbst sein auserlesenes Volk wird keine Kraft haben. Da kamen so Elite-Kämpfer mit ihren Soldaten, eben, wir wissen sogar aus der Geschichte, wer das war, Eropas, Menakles und Damoyenus, konnten ihn nicht in Sidon befreien. Und nun, im nächsten Vers geht es um Israel unter syrischer Fremdherrschaft. Und der, welcher gegen ihn, das heißt den König des Südens, gekommen ist, wird nach seinem Gutdünken handeln. Und niemand wird vor ihm bestehen. Und er wird seinen Stand nehmen im Lande der Zierde. Und Vertilgung wird in seiner Hand sein. Da wussten die Juden im Voraus, oh, jetzt wird es aber schwierig. Die kommen nach Israel. Das Land der Zierde ist in der Bibel immer das Land Israel, das auserwählte Land. Und da gibt es Vertilgung. Die Erfüllung: in dieser Zeit unterwarf sich Antiochus III. Ganz Israel. Eben das Land der Zierde. Wir haben diesen Ausdruck schon in Kapitel 8, Vers 9 für das Land Israel gefunden. Köle, Syrien und Phönizien. Also wieder da Libanon, Syrien, nördlich von Israel. Bis zum Jahr 143 vor Christus kamen die Juden von da an unter syrische Vorherrschaft. In den eroberten Gebieten schaltete Antiochus III. Alle Gegner aus. Hat sich also genauso erfüllt. Und jetzt haben wir also eine lange Epoche, wo Israel unter syrischer Herrschaft bleiben sollte. Und jetzt geht es wieder mit zum Thema Heiraten. Verheiratung mit Kleopatra. Allerdings natürlich nicht, das ist nicht die Kleopatra von Julius Caesar. Das war ja viel später in der Geschichte. Aber auch so, ja, eben so eine ägyptische Frau. Ich lese zuerst Vers 17 vor. Und er wird sein Angesicht darauf richten, mit der Macht seines ganzen Reiches zu kommen, indem er einen Ausgleich im Sinn hat. Ausgleich, das hatten wir schon mal, ja? Damit Berenike. Indem er einen Ausgleich im Sinn hat. Und er wird ihn bewirken. Und er wird ihm eine Tochter von den Frauen geben. Zu ihrem Verderben. Und sie wird nicht standhalten und wird nichts für ihn sein. Um ca. 194 vor Christus versuchte Antiochus III. Über eine Heirat. Ja, sieht man jetzt. Jetzt macht es der Syrerkönig. Früher war es der Ägypterkönig, der es versucht hat mit einer Tochter. Über eine Heirat syrischen Einfluss auf Ägypten ausüben zu können. So gab er Ptolemäus dem V. seine Tochter Kleopatra zur Frau. Antiochus III. Versprach dabei, ihr Köle Syrien, Phönizien und Israel als Mitgift zu geben. Nicht schlecht, ja? Das sind auch Heiratsgeschenke. Doch der weitere Verlauf der Geschichte brachte die Machtpläne des Syrerkönigs Antiochus III. Zum Scheitern. Zudem ergriff Kleopatra nach der Heirat sogleich Partei für ihren Ehegatten. Ja, so geht's. Man löst sich von zu Hause ab. Aber das heißt natürlich nicht, dass man streiten muss in der Familie. Das geht jetzt wirklich nicht. Aber eben, die politischen Pläne scheiterten daran. Mit einer Heirat wird eine ganz neue Zelle gebildet. Und so wird hier eben klar gemacht, sie wird nicht standhalten und wird nichts für ihn sein. Sie wird also nicht diese Position des Vaters halten. Es wird dem Vater nichts nützen. So war's. Aber der nächste Vers zeigt uns neue Erfolge Syriens. Und er wird sein Angesicht nach den Inseln hinwenden und viele einnehmen. Da finden wir übrigens einen interessanten hebräischen Ausdruck, Iyim.
der kommt ja so oft vor, beginnend in 1. Mose 10, durch das ganze Alte Testament hindurch, sehr oft in Jesaja. Ijim wird normalerweise übersetzt mit Inseln. Aber der Begriff, das wurde schon im Kommentar von Keil und Delitzsch, das waren zwei der größten Hebräischkenner im 19. Jahrhundert, Kommentar zum Alten Testament, Band 1, die Seite weiß ich nicht mehr auswendig, aber zu Kapitel 10 wird gesagt, Ijim bezeichnet die Inseln des Mittelländischen Meeres auf der europäischen Seite und das Gebiet von Kleinasien, also heutige Türkei, bis nach Spanien. Also Ijim ist in der Bibel ganz speziell der Ausdruck für Europa. Im weitesten Sinn. Und jetzt sehen wir, was da geschehen ist. Er wird sein Angesicht nach den Ijim hinwenden und viele einnehmen. Nicht alle, aber doch was davon. Die Erfüllung. Nach dem Friedensschluss mit Ägypten konzentrierte sich Antiochus auf andere Gebiete, um sie zu erobern. Zunächst riss er Thrakien. Das haben wir ja schon gehabt. Das war ja das nördliche, der Diadochenreiche. Ja? Thrakien, das heißt also Gebiete im heutigen Bulgarien, Griechenland und der Türkei an sich. Und unterwarf sich schließlich einen großen Teil der griechischen Inseln. Das sehen wir genau. Ijim. Bis nach Europa und griechische Inseln. Und jetzt kommt eine neue Person ins Visier der Prophetie. Der Feldherr Lucius Scipio Asiaticus. Ja, das muss man sich vorstellen. Der dringt also vor die griechische Inseln und europäische Gebiete. Ja, wer hat da keine Freude? Werden wir gleich sehen. Durch seine Eroberungszüge nach Westen forderte Antiochus III. Jedoch den Zorn der Römer gegen sich heraus. Um 190 vor Christus wurde Antiochus III. In der Entscheidungsschlacht bei Magnesia in Kleinasien durch den römischen Feldherrn Lucius Scipio Asiaticus vollständig geschlagen. Ja, genau wie es da steht. Aber ein Feldherr wird seinem Hohn ein Ende machen. Vollständig geschlagen. Er musste Griechenland räumen, aber auch ganz Kleinasien bis an den Taurus abtreten. Antiochus III. Wurde gezwungen, alle Elefanten herzugeben. Ja, Elefanten, das war so quasi die Superwaffe, nicht wahr? Wir kennen das aus der späteren Geschichte mit Hannibal. Hannibal vor den Toren, das war ja der Schock für Rom. Als der Mann aus Nordafrika rüberkam mit den Elefanten über die Alpen, ja, und dann nach Rom. Aber das ist später eine Geschichte. Nun, dieser Antiochus hatte also Elefanten. Er musste die alle hergeben, eine hohe Kriegsentschädigung bezahlen und zudem 20 Geiseln stellen. Dazu noch seinen Hohn ihm zurückgeben. Das ist da drin enthalten. Und das ist jetzt ganz wichtig mit diesen Geiseln. Das wird jetzt entscheidend für die Fortsetzung der Geschichte. Und das wird ganz entscheidend sein jetzt für Israel. Also, unter diesen Geiseln befand sich auch sein jüngerer Sohn, der später unter dem Namen Antiochus der IV. Epiphanes Bedeutung erlangen sollte. Die Römer legten dem Antiochus III. Auch noch einen sehr hohen jährlichen Tribut auf. Mit den Überresten seines zerschlagenen Heeres kehrte Antiochus III. Darauf in seine Heimat zurück. All sein Stolz, sein Ruhm und seine Ehrsucht waren in den Staub gedrückt. Dazu noch sein Hohn ihm zurückgeben. Jetzt kommt der Tod des Syrerkönigs Antiochus III. Und er wird sein Angesicht nach den Festungen seines Landes hinwenden.
Oh, was hat der jetzt im Sinn? Also irgendetwas will er damit seinen eigenen Festungen machen. Und wird straucheln und fallen und nicht mehr gefunden werden. Die Geschichte erhält alles. Um die hohen Tributkosten der Römer bezahlen zu können, raubte Antiochus III. Befestigte Städte und Tempel seines eigenen Landes aus. Das ist eine gefährliche Sache, ja, für einen Herrscher. Als er 187 vor Christus den Baal-Tempel zu Elimais plündern wollte, brachte er die Bevölkerung gegen sich auf. Wütend kamen sie in Scharen, um ihr Heiligtum zu verteidigen und ermordeten ihren König. Also wirklich jedes Wort einfach ein Volltreffer. Jetzt geht es weiter mit Seleukus, dem vierten Philopator. Und an seiner Stadt wird einer aufstehen, welcher einen Eintreiber der Abgaben durch die Herrlichkeit des Reiches ziehen lässt. Aber in wenigen Tagen wird er zerschmettert werden. Und zwar weder durch Zorn noch durch Krieg. Auch wieder ein bisschen geheimnisvoll formuliert. Aber man versteht schon, was da geschieht. Da wird ein Steuereintreiber wird durchs Land gehen, ja? Aber dann geht es eine Katastrophe. Als Nachfolger setzte sich Seleukus IV., Philopator, ein Sohn von Antiochus III., auf den syrischen Thron. Durch seinen Schatzmeister Heliodorus ließ er in seinem Reich hohe Steuern eintreiben. Warum? Um die aufgrund des Friedensvertrages mit den Römern geforderten Tributgelder bezahlen zu können. Also diese Sache mit den Römern, das war wirklich eine politisch dumme Sache. Ja? Die müssen zahlen und zahlen. Unter anderem sandte er ihn auch nach Jerusalem, um den Tempelschatz auszunehmen. Und das wird in dem geschichtlichen Buch 2. Makkabäer 3 beschrieben. Übrigens, der Schreiber von 2. Makkabäer, der schreibt ganz am Schluss des Buches, dass das nur Unterhaltungslektüre ist. Es sei nicht lustig, immer Wasser zu trinken, aber auch nicht lustig, immer Wein zu trinken. Ab und zu Wasser, ab und zu Wein. Und so ist es auch, eben wenn man so Unterschiedliches liest. Also sollte höhere Abwechslungserbauungsliteratur sein. Erst die katholische Kirche hat im Konzil von Trient im 16. Jahrhundert im Zug der Gegenreformation erklärt, verflucht ist, wer diese Bücher nicht als Gottes Wort anerkennt. Aber da sind sie zu spät gekommen. Denn das Alte Testament wurde ja den Juden anvertraut, steht in Römer 3. Da muss nicht die Kirche in Rom das 2000 Jahre später nachbessern. Also, aber das ist dort beschrieben. Nach nur 12 Jahren Regierungszeit, sein Vater herrschte 35 Jahre, wurde Seleukus IV. Jedoch von seinem eigenen Schatzmeister Heliodorus hinterlistig durch Vergiftung ermordet. Der Letztgenannte erhoffte sich dadurch, zur Macht gelangen zu können. Sieht man, also der stirbt, der Seleukus, der stirbt, aber das war nicht, weil Heliodorus wütend war auf ihn, sondern er wollte Nachfolger werden. Und er hat auch nicht Krieg gemacht. Nein, er hat ihn einfach vergiftet. Und jetzt kommen wir zu diesem schrecklichen Mann. Antiochus dem IV. Epiphanes, 175 bis 164 vor Christus. Wir haben über ihn schon einiges gehört in der Prophetie in Daniel 8. Vers 21. Und an seiner Stadt wird ein Verachteter aufstehen, auf den man nicht die Würde des Königtums legen wird oder würde. Aber er wird mitten im Frieden kommen und durch Ränke sich des Königtums bemächtigen. Da wussten die Juden, oh, da kommt so einer, der sich einschleicht auf üble Art. In dieser Zeit ließen die Römer
ihre verachtete Geisel Antiochus den Vierten. Das ist eine von diesen 20 Geiseln, nicht wahr? Den Bruder des Königs Seleukus des Vierten aus der Gefangenschaft in Rom in seine Heimat zurückkehren. Ihm war das Königtum keineswegs zugedacht. Ein Verachteter, auf den man nicht die Würde des Königtums legen würde. Oder legen wird. Ihm war das Königtum keineswegs zugedacht. Die Söhne seines Bruders Seleukus des Vierten, Demetrius und Antiochus, wären vor ihm Anwärter auf den Thron gewesen. Doch wusste Antiochus der Vierte durch Schmeicheleien und gestellte Freundlichkeit, sich der Herrschaft zu bemächtigen. König Eumenes der Zweite von Pergamon, also in der heutigen Türkei, Westtürkei, war ihm dabei behilflich. Auch Heliodorus musste vor Antiochus dem Vierten weichen. Also er wusste sich da so durchzuschlängeln mit seinen Schmeicheleien und seinen Ränken. Und jetzt wird's schlimm. Vers 22. Und die überschwemmenden Streitkräfte werden von ihm weggeschwemmt und zertrümmert werden. Und sogar ein Fürst des Bundes. Oh, ein Fürst des Bundes. Das ist ein wichtiger Ausdruck. Alles, was sich gegen den Usurpator, das ist einer, der sich die Gewalt einfach an sich aneignet, indem er unrechtmäßig sie an sich reißt. Alles, was sich gegen den Usurpator Antiochus den Vierten Epiphanes stellte, wurde aus dem Weg geschafft. Nichts konnte sein Durchsetzungsvermögen hindern. Daniels Prophetie weist in 11,22 noch auf ein für das Volk Israel besonders bedeutsames Ereignis hin. Um 175 vor Christus setzte Antiochus der Vierte den Hohenpriester Onias den Dritten. Das ist eben der Fürst des Bundes. Hohepriester werden in der Bibel Fürsten genannt. Und der Bund, das ist der Bund vom Sinai. Also der Hohepriester Onias wurde abgesetzt. Und er sandte ihn nach Daphne bei Antiochia ins Exil. Also ich habe erklärt, wo Daphne ist, ja? Da beim südlichsten Zipfel von der Türkei, an der Grenze zu Syrien. So wurde er weggeschwemmt, ja? Ins Exil getan. Um 171 vor Christus wurde Onias der Dritte schließlich ermordet, zertrümmert. Sind wir, wie genau der Bibeltext ist, werden von ihm weggeschwemmt, zertrümmert. Und unter diesen, die weggeschwemmt und zertrümmert werden, da ist sogar ein hoher Priester. Und genau was so? Exil, Tötung. Bündnis mit Syrien. Denn von der Zeit an, da ein Bündnis mit ihm bestehen wird, wird er Trug üben. Zunächst nur bis dahin. In Jerusalem gab es eine vom orthodoxen Judentum abgefallene, hellenistisch gesinnte Partei. Also sehen wir, modern ist alles andere als modern. Das ist Schnee von gestern. Das waren also Leute, die sagen, ach, diese sturen Orthodoxen, die da genau nach der Bibel gehen wollen. Nein, wir sind heute weltoffen und interessieren uns für griechisches Denken, griechische Philosophie und nicht nur die Bibel, auch anderes, nicht wahr? Das waren eben hellenistisch, das heißt griechische Kultur, von griechischer Kultur gefärbte Leute. Sie wurde durch Jason, den Bruder Onias des Dritten, angeführt. Ja, also dieser Onias der Dritte war der treue Hohepriester aus zadokidischer Linie, also ganz authentisch im ersten und zweiten Tempel, da waren bis dahin immer nur die Zadokiden, so wie Gott das vorher festgelegt hatte. Aber der Bruder war ein Liberaler.
Ihr Einfluss war sehr stark in Israel, Einfluss dieser liberalen Partei. Und so brachten sie es zustande, dass mit Antiochus Epiphanes ein Bündnis geschlossen wurde. Sie wollten heidnische Lebensgewohnheiten in Israel einführen und erhofften sich, dass ihre Koexistenz, also ihr Zusammenleben, mit den anderen Völkern dadurch friedlicher und angenehmer gestaltet werden könnte. Ja, wir passen uns an, ja, der Gesellschaft rundherum, dann wird es für uns auch ein bisschen einfacher. Das Gegenteil traf ein. Die anfängliche Freundlichkeit des Syrerkönigs Antiochus Epiphanes gegenüber den Juden war nichts anderes als Täuschung und Betrug. Und da fahren wir dann weiter nach der Pause. Wir sind in der Pause stehen geblieben bei Daniel 11, 23a. Wir haben gesehen, wie hier vorausgesagt wurde, dass es zwischen der liberalen Partei in Israel ein Bündnis geben würde mit dem Verführer, dem König des Nordens, und zwar mit Antiochus Epiphanes. Übrigens, was wir jetzt sehen, das könnte man in einer Predigt ganz praktisch übertragen. Man stellt sich vor, die Situation einer Gemeinde, es gibt zwei Parteien. Und die einen finden, wir sollten weltoffener werden, wir sollten uns mehr der Gesellschaft anpassen. Und andere, die sagen, nein, das geht nicht, wir kommen so vom Wort Gottes weg. Nun, genau das wird uns hier vorgestellt, beispielhaft. Aber eben, wir müssen jetzt zuerst mal die Prophetie erarbeiten und was es damals bedeutet hat. Und dann wäre das eine weitere Stufe, jetzt sich zu fragen, was kann ich aus diesem allem jetzt noch für mich lernen? Und das könnte man bei jedem Vers praktische Anwendungen machen. Und hier eben sehr ausgesprochen und sehr naheliegend. Wir gehen zu Daniel 11, 23b. Und er wird hinaufziehen und mit wenig Volk Macht gewinnen. Nach Vollendung seines ersten Ägyptenfeldzuges zog Antiochus Epiphanes auf seinem Heimweg durch Israel und ging nach Jerusalem hinauf. Jerusalem liegt ja im Bergland von Judäa, bis 743 Meter über Meer. Auf seinem Heimweg durch Israel ging nach Jerusalem hinauf, um dort seine Macht zu festigen. Als er nämlich in Ägypten war, gab es in dieser Stadt große militärische Unruhen. Dafür sollten die Juden büßen. Er nahm die Stadt problemlos ein, denn die ihm günstig gesinnte hellenistische Partei der Juden öffnete ihm die Tore. Antiochus plünderte darauf den Tempel und richtete ein grässliches Blutbad an. Also wir sehen in der Übertragung auf eine Gemeinde, ist Antiochus natürlich ein Bild des Teufels. Und die einen machen ihm die Türe auf und er kann die Gemeinde verwüsten. Raub und Beute. Vers 24 zeigt uns Folgendes. Unversehens wird er in die fettesten Gegenden der Landschaft eindringen und tun, was weder seine Väter noch die Väter seiner Väter getan haben. Raub und Beute und Gut wird er ihnen vergeuden und wieder die Festungen seine Pläne schmieden. Und zwar eine Zeit lang. Die Erfüllung? Antiochus Epiphanes beutete Israel mehr aus, als seine Vorfahren dies getan hatten. Die früheren Seleukiden. Genau wie es da steht. Die hinter ihm stehende hellenistisch gesinnte Partei der Juden wurde von ihm durch Geldzuwendungen und Ämteschacher belohnt. Die kamen an bessere Positionen, nicht wahr? Auch griechische Offiziere und Beamte profitierten von seiner Beute. Die befestigte Stadt Jerusalem hatte unsäglich unter seiner Grausamkeit zu leiden. Auch da, jedes Wort hat sich erfüllt. Vers 25. Und er wird seine Kraft und seinen Mut gegen den König des Südens erwecken.
mit einem großen Heer. Nun, eine wichtige Strukturerklärung. Die Verse 22b bis 24 beschreiben die Untaten des Syrerkönigs Antiochus Epiphanes gegen die Juden in der Zeit von 175 und folgende vor Christus. Dabei greifen die Verse 23b und 24 zeitlich gegenüber den Versen 25 bis 27 vor. Aber die Verse 28 und folgende machen dann die genaue zeitliche Abfolge deutlich. Das finden wir auch in der biblischen Geschichte manchmal so, dass ein Rückgriff gemacht wird oder ein Vorausgriff. Und das geschieht hier, aber im weiteren Textzusammenhang wird dann die Reihenfolge deutlich. Um 170 vor Christus eröffnete Antiochus Epiphanes mit einer gewaltigen Armee den sogenannten, also in der Geschichte, sogenannten Sechsten Syrischen Krieg gegen Ägypten. Zu diesem Zeitpunkt war sein noch minderjähriger Neffe, Ptolemäus der Sechste Philometor, auf Ägyptens Thron. Dies schien Antiochus Epiphanes eine günstige Gelegenheit, um sein Reich zu expandieren. Nicht wahr? Da waren eben die Familien durch Heirat verbündet und jetzt hoffte er da, die Macht in Ägypten zu bekommen. Es geht jetzt um Ptolemäus den Sechsten Philometor, 181 bis 145 vor Christus. Und der König des Südens, das ist eben der Ägypterkönig, wird sich zum Krieg rüsten mit einem großen und überaus starken Heer. Aber er wird nicht bestehen. Denn man wird Pläne gegen ihn schmieden. Ja, die seine Tafelkost essen, werden ihn zugrunde richten. Und sein Heer, damit ist gemeint das Heer von Antiochus Epiphanes, wird überschwemmen und viele Erschlagene werden fallen. Ich weiß, das Überschwemmen bezieht sich wieder auf den Syrer. Die Erfüllung: um 170 vor Christus unterlag Ptolemäus der VI. In der Schlacht bei Pelusium. Er versuchte darauf zu fliehen, aber es gelang ihm nicht, den Händen seines Onkels zu entkommen. Die Stadt Alexandria, ganz im Norden von Ägypten, die im Gegensatz zu einem großen Teil Ägyptens von Antiochus Epiphanes nicht erobert werden konnte, rief darauf verräterisch den jüngeren Bruder von Ptolemäus dem VI. Zum König aus. Eben wie es hier gesagt wird, er wird nicht bestehen, man wird Pläne gegen ihn schmieden. Wie geht es weiter? Es kommt zu betrügerischen Abmachungen. Vers 27. Und die beiden Könige, ihre Herzen werden auf Bosheit bedacht sein. Und an einem Tische werden sie Lügen reden. Aber es wird nicht gelingen, denn das Ende verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Also hier sehen wir, was oft Politik ist. Man sitzt an einem Tisch und jeder lügt den anderen an, ja? Ptolemäus der VI. Schloss zwar mit Antiochus Epiphanes einen Unterwerfungsvertrag, erhielt sich jedoch mitnichten daran. Es gelang ihm, sich mit seinem jüngeren Bruder zu einigen, nicht wahr? Im Zusammenhang mit Alexandria. Darauf stellte er sich wieder entschieden gegen seinen Onkel Antiochus. Die Vereinbarungen zwischen Ägypten und Syrien erreichten nicht ihr Ziel. Rückkehr nach Syrien. Kapitel 11, 28. Und er wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren. Antiochus Epiphanes zog mit einer sagenhaften Kriegsbeute aus Ägypten weg. Er hätte zwar gerne auch noch Alexandria eingenommen,
Aber Berichte über Unruhen in Syrien veranlassten ihn, vom Schauplatz des Krieges abzuziehen. Da geht er also zurück in sein Heimatland, um für Ordnung zu suchen. Aber dieser Weg nach Syrien führt durch das Land Israel hindurch. Und das ist nun schrecklich. Und sein Herz wird gegen den Heiligen Bund gerichtet sein. Und er wird handeln und in sein Land zurückkehren. Der Heilige Bund, das ist der Bund, den Gott am Sinai mit dem Volk Israel geschlossen hatte. Und dieser Mann hasste alles, was von dem wahren Gott kam. Die Erfüllung: auf seine Rückkehr zog Antiochus Epiphanes an Jerusalem vorbei. Welche Untaten er in seinem Hass gegen den Glauben an den Gott der Bibel dort anrichtete, haben wir bei der Besprechung der Verse 23 und 24 schon gesehen. Eben dieses Blutbad, das er angerichtet hat. Weil die liberale Partei ihm eben die Türen geöffnet hatte. Aber es gibt nun einen zweiten Feldzug. 11:29. Zur bestimmten Zeit wird er zurückkehren und gegen den Süden ziehen, gegen Ägypten. Aber es wird zuletzt nicht sein wie im Anfang. Der sechste syrische Krieg, so genannt in der Geschichte, ging weiter. Um 168 vor Christus startete Antiochus Epiphanes eine neue Offensive gegen Ägypten. Dazu veranlasste ihn unter anderem die Nachricht der Versöhnung seiner beiden Neffen. Jedoch wurde aus diesem Angriff alles andere als ein Erfolg. Und das deutet die Prophetie schon an, zuletzt wird es nicht sein wie am Anfang. Hat nicht mehr diese Erfolge wie damals. Rom greift ein. Vers 30. Denn Schiffe von Kittim werden gegen ihn kommen. Und er wird verzagen und umkehren. Als Antiochus mit seinem Heer nach Alexandria vorrückte, trat ihm eine römische Gesandtschaft entgegen. Und zwar waren Schiffe, römische Schiffe von der Insel Zypern, die heißt in der Bibel Kittim, die Insel der Kittim, sind die abgefahren nach Ägypten und haben ihn da in Alexandria angetroffen. Jetzt wird es echt spannend. So wurde von dem Konsul Gaius Popilius Laenas wurde diese Gesandtschaft angeführt und überbrachte ihm die ultimative Forderung. Und das geht zurück auf den Senat in Rom. Der hat diese Gesandtschaft ab Zypern nach Ägypten geschickt. Eine ultimative Forderung, Ägypten in einer bestimmten Frist zu räumen. Boah, das war vorher nicht so. Nicht mehr wie am Anfang. Als sich der ränkevolle Syrerkönig Antiochus Bedenkzeit erbat, nicht wahr, das kennen wir aus der Geschichte, und zwar aus der modernen Politik, ja? Iran braucht noch was Bedenkzeit, ja? Und die Verhandlungen wegen Atom. Energie herauszögern. Ja, also das ist nichts Neues. Der Schnee von gestern. Als sich der ränkevolle Syrerkönig Antiochus Bedenkzeit erbat, zog der Konsul Popilius mit einem Stab im Sand einen Kreis um ihn und sprach: Hier, entscheide dich. Ach so, jetzt weiß man, was man hätte machen müssen bei den Verhandlungen in Genf. Ja? Einen Kreis auf dem Boden. Hier entscheidet euch. Ja. So war das. Hier, zerknirscht und erfüllt von ohnmächtiger Wut, sah sich Antiochus Epiphanes gezwungen, sich dem eisernen und unbeugsamen Willen der römischen Macht zu unterwerfen. Merken, in dieser Zeit wurde Rom immer stärker, immer mehr den Charakter dieses Tieres mit den eisernen Zähnen. Wie das in Daniel 7 beschrieben wird, dass jede Armee zertritt. Ja? Der sah keine Chance. Und so fühlt er sich gezwungen, sich
der römischen Macht zu beugen. Und jetzt, da muss man kein Psychologe sein, ja? Was dann geschehen kann, dass man eben die Macht an jemandem anderen auslässt. Das hat man schon in der Schule vielleicht mal bei einem Lehrer erlebt oder so, aber nicht nur dort. Wut gegen die gläubigen Juden. Der Bibeltext sagt in der weiteren Vershälfte, und er wird gegen den heiligen Bund ergrimmen und handeln. Er wird umkehren und sein Augenmerk auf die richten, welche den heiligen Bund verlassen. Also er hasst diesen Bund Gottes mit Israel. Ich glaube, das ist ganz so, wie es viele Leute heute gibt, wenn man spricht von einem auserwählten Volk Israel. Also dann geht gleich der Dampfkochtopf hoch, ja? Das können die nicht ertragen. Auch dieser Mann hasste diesen heiligen Bund, aber er hatte ein besonderes Augenmerk auf die Liberalen, die nicht mehr so auf die Bibel bedacht waren. Erfüllung. Antiochus Epiphanes kehrte tief gedemütigt heim. In der Folge ließ er aber all seinen Zorn und seinen Grimm an den Juden aus. Dabei war ihm die abtrünnige Partei der Juden wieder sehr von Nutzen. Und jetzt kommt es zu dem Gräuel der Verwüstung. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen. Und sie werden das Heiligtum, die Befestigung, entweihen. Und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Wenn man versteht, was da geschehen ist in der erfüllten Prophetie, versteht man die Zukunftsprophetie viel besser. Denn von einem Gräuel der Verwüstung, da spricht auch der Herr Jesus für die Endzeit in Matthäus 24, Vers 15. Und da können wir gleich mit der erfüllten Prophetie schon mal wissen, was das genau ist. Um 167 vor Christus sandte Antiochus seinen Steuereintreiber Apollonius mit einer mächtigen Armee nach Jerusalem. Dieser überfiel Jerusalem auf gemeine, hinterlistige Weise, plünderte die Stadt, entfachte Brände, ermordete unzählige Juden, ließ Frauen und Kinder, soweit sie nicht fliehen konnten, wegführen, riss die Stadtmauern von Jerusalem nieder und errichtete eine Terrorherrschaft über Jerusalem. Die Davidsstadt auf dem Südabhang des Tempelberges ließ er befestigen, baute die sogenannte Akra am Südende des Tempelplatzes und legte eine Besatzung hinein. Nicht wahr? Der Tempel war damals ein 500 Ellen Quadrat und umgeben von mächtigen Schutzmauern. Darum wird hier gesprochen von dem Heiligtum, die Befestigung. Das ist dieses befestigte 500 Ellen Quadrat, das damals in Nehemia 2 Nehemia gebaut hatte. Dort wird das die Burg genannt. Aber die Bira ist ganz speziell eben diese Schutzmauern des 500 Ellen Quadrates des Tempels. Und am Südende, da baute Antiochus diese Burg hin, die Akra. Und das war strategisch einmalig. Von dort aus konnte er den ganzen Tempelplatz ständig überwachen. Und ich will dann gleich noch zeigen, schließlich hat Gott das so geführt, dass die Syrer ja dann besiegt werden konnten. Und dann haben die Juden damals diese Akra dann abgerissen. Und um zu verhindern, dass je wieder so etwas geschehen würde, haben sie das Südende des Tempelplatzes erweitert, damit man nie mehr an diese strategisch einzigartige Stelle eine solche Burg bauen könnte. Und für diejenigen, die den Tempelplatz kennen, da der Eingang zur schönen Pforte vom Ofel her durch den Tunnel unter der El-Aqsa-Moschee, das führt genau dort durch, wo früher diese Akra gebaut worden war. Ja, also das nur so nebenbei, damit man genau versteht, worum es geht. In der Folge wurde der Gottesdienst im Tempel abgeschafft. Das war im Dezember 168. Bei Todesstrafe wurde das Einhalten der göttlichen Gebote des Alten Testaments verboten.
man durfte die Kinder nicht mehr beschneiden, man durfte keinen Sabbat mehr einhalten und so weiter, bei Todesstrafe. Der Brandopferaltar wurde zu einem Zeus-Altar umfunktioniert. Und man schlachtete ein Schwein darauf. Welche Gotteslästerung. Zudem wurde ein Götzenbild des Zeus, das, wohlverstanden, die Gesichtszüge von Antiochus Epiphanes trug, aufgestellt. Das war der Gräuel der Verwüstung. Gräuel ist in der Bibel oft ein Ausdruck für Götzen. Der Gräuel der Verwüstung. Also Antiochus ließ sich als Jupiter verehren. Das ist sehr interessant, weil eben die Prophetie sagt, dass das für den kommenden Diktator aus Europa auch so sein wird, dass er sich als Jupiter verehren lassen wird. Aber davon mehr später. Verführung zum Abfall. Vers 32 sagt, und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Antiochus Epiphanes versuchte nicht nur durch Gewalt, sondern auch durch Schmeicheleien die Juden zum Abfall von dem Gott der Bibel zu bringen. Bei denen, die schon früher keine Entschiedenheit für die göttlichen Offenbarungen der Bibel, des Alten Testaments, an den Tag gelegt hatten, kam er auch zu seinem Ziel. Also da sehen wir eben Offenheit für diese Welt, für das Liberale, für das Freiheitliche von der Bibel weg. Das gibt dem Feind eben die Gelegenheit, erst recht in diese Bresche reinzuschlagen. Und jetzt kommt der makkabäische Widerstand. In der zweiten Hälfte von Vers 32 steht, aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Es gab in Israel eine große Anzahl Juden, die auch in der größten Not dem Gott ihrer Väter, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, die Treue halten wollten. Der Priester Mattathias aus dem Städtchen Modein eröffnete zusammen mit seinen fünf Söhnen Johannes Gattis, Simon Tasi, Judas Maccabi, Elazar Avaran und Jonathan Afus den Widerstand gegen den Abfall. Wenn man vom Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv, also bei Lot, mit der Autobahn rauffährt nach Jerusalem, da sieht man plötzlich nach einiger Zeit links eine Ausfahrt Modein. Von dort kommt er her. Ja, also so auf dem Weg zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Da ist Modein. Ein Papa mit fünf Söhnen. Eine tolle Sache. Ja, wenn die mitmachen. Er zog mit seinen Söhnen und allen, die sich ihnen anschlossen, in die Wildnis und führte von da aus einen Guerillakrieg gegen die syrische Besatzungsmacht und auch gegen die abgefallenen Juden. Sie vernichteten auch, soweit möglich, die Götzenaltäre. Nach dem Tode des Priesters Mattathias, 166 vor Christus, führten seine Söhne Simon und Judas den entschiedenen Kampf weiter. Der Aufstand der Makkabäer, so wurden eben diese Widerstandskämpfer dann genannt. Das geht zurück auf den Namen von Judas Maccabi. Der Aufstand der Makkabäer hatte einen phänomenalen Erfolg. Die gesetzestreuen Juden schlugen die syrischen Heere in vielen Schlachten so zurück, dass Jerusalem schließlich wieder unter ihre Kontrolle gebracht werden konnte. Und dann, das war ganz besonders, am 4. Dezember 164 vor Christus wurde auch der Tempel wieder neu eingeweiht. Also dadurch, dass eben der Syrerkönig ein Schwein geschlachtet hat,
ein Götzenbild aufgestellt hatte, war der Tempel unrein. Und so wurde eben das Opfer unmöglich gemacht. So hat er die Opfer abgeschafft. Und das ist wichtig, weil in der zukünftigen Prophetie des Buches Daniel wird gesagt, dass so etwas in der Endzeit wieder geschieht. Dass die Opfer im dritten Tempel gestoppt werden, weil ein Gräuel aufgestellt wird. Ja, also da wird uns beispielhaft gezeigt, worum es sich handelt. Ich muss noch erklären, um 164 vor Christus wurde der Tempel wieder eingeweiht und seit da hat man im Judentum ein neues Fest eingeführt. Das Fest der Tempelweihe. Und das hat man dem Laubhüttenfest, das ja im Oktober stattfindet, nach 3. Mose 23, nachgebildet. Und zwar hat man eben da in den Dezembertagen nochmals ein Fest eingefügt, das auch 8 Tage geht, wie das Laubhüttenfest. Das sind eigentlich 7 Tage und dann wird noch dieser 8. spezielle Tag angehängt nach 3. Mose 23. Und dieser 8. Tag hat sowieso eine ganz besondere Bedeutung. Nun, der Herr Jesus später ging auch zum Tempel, auch zum diesem Tempelweihfest, das man im Alten Testament nirgends findet, weil es ja aus dieser zwischentestamentlichen Zeit stammt. Und da hat man also immer 8 Tage gefeiert und quasi wie das Laubhüttenfest noch einmal gefeiert. Ich lese aus Johannes 10, Vers 22. Es war aber das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Und es war Winter. Natürlich. Es geht ja auf das Dezemberfest zurück. Und es war Winter. Und Jesus wandelte in dem Tempel in der Säulenhalle Salomons. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Wie ich auch gesagt habe, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren, ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Der Herr Jesus war an diesem Fest. Und man hat also 8 Tage gefeiert. Ich muss erklären, am Laubhüttenfest war das so im Tempel. Da hat man nachts diese großen Leuchter im Frauenvorhof entzündet. Jede Nacht, nicht wahr? Und so hat man das auch beim Tempelweihfest gemacht. Nachts hat man auch diese Leuchter entzündet. Das war etwas Besonderes. Denn normalerweise findet der Tempeldienst nachts nicht statt. Alle Feste, alle Opfer, alles nur tagsüber. Nachts ist Ruhe. Aber am Laubhüttenfest, da war 24 Stunden Betrieb. Und eben nachts hat man die Leuchter angezündet. Und der Herr Jesus erklärte ja in Johannes 8, gerade im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest, das in Johannes 7 beschrieben wird. Und das war dann der 8. Tag, dieser besondere Tag. Johannes 8 ist der 8. Tag. Und da sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und jetzt muss man sich vorstellen, an diesem Tempelweihfest wieder diese Lampen. Und man wusste, der Jesus hat erklärt, was diese Lampen bedeuten. Ich bin das Licht der Welt. Und im Dezember kann es ja wirklich kalt sein in Jerusalem. Es kann sogar Schnee haben auf dem Tempelplatz. In dieser kalten Zeit, die erinnert an diese dunkle, finstere Zeit unter Antiochus Epiphanes. Da wusste man, aber selbst in der Dunkelheit ist der Herr Jesus unser Licht. Und es ist so schön zu sehen in Johannes 10, genau an diesem Fest sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und da gibt er Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Sie gehen nicht verloren, ewiglich. Vor kurzem hat mich eine Frau gefragt, ich habe immer irgendwie Angst. Vielleicht gibt es ja in der Ewigkeit wieder einmal einen Sündenfall.
Ja, stellen wir sich vor, wie in dem Lied Amazing Grace. How sweet the sound. Erstaunliche Gnade. Wie wunderbar klingt das. Und dann steht doch, und wenn wir dann nach 10.000 Jahren in der Herrlichkeit. Ja, man muss sich vorstellen, mal nach 10.000 Jahren. Das ist mal eine erste Etappe. Ja, und wenn dann wieder ein Abfall käme, nach 10.000 Jahren. Oder nach 1 Million Jahre. Aber der Herr Jesus sagt hier, sie gehen nicht verloren. Im Griechischen sogar betont, durch das doppelte U, me. Nicht nur me. U, me heißt, sie gehen nicht verloren, würde das nicht reichen. Er sagt, ewiglich. Also auch nicht nach 10.000 years, wie in dem Lied. Nach 10.000 Jahren, nein. Auch nicht nach 1 Million Jahre, nein. Sie gehen nicht verloren ewiglich. Das ist, weil wir als Wiedergeborene in der Hand Gottes sind und das ist definitiv unsere Rettung. Muss man nie Angst haben. Es käme irgendwann später einmal in der Ewigkeit wieder einen Abfall. Das gibt es nicht. Und in Offenbarung 21, neuer Himmel und neue Erde, steht, und der Tod wird nicht mehr sein und keine Tränen. Ja, wenn wir nach 10.000 Jahren wieder einen Abfall hätten, ja, dann gäbe es wieder Tränen. Aber sicher, die Bibel sagt, nie mehr Tränen. Also, und wenn wir nach 10.000 Jahren schon sicher sein können, dann muss man auch nicht denken in 2 Jahren. Wir sind wiedergeboren für die Ewigkeit. Und das sagt der Herr Jesus an diesem Fest. 8 Tage. Und jetzt versteht man, warum der Chanukka-Leuchter, den man in den Häusern weltweit in jüdischen Familien findet, der hat nicht 7 Leuchter, sondern 9. Eben wegen den 8 Tagen. Ja. Eine Lampe, das ist der Anzünder. Und mit der Anzünderlampe zündet man die 8 Lampen an. Macht das am ersten Tag eine Lampe, am zweiten Tag kommt die 2 dazu, dritte, vierte, fünfte, bis 8. Dann ist das Fest fertig. Und darum braucht es eben 9 Lampen. Also, der Tempel wurde wieder neu eingeweiht, 4. Dezember 164 vor Christus. Und die Spuren finden wir in Johannes 10 im Neuen Testament. Jetzt hören wir etwas über die Verständigen. Vers 33, so schön. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Das Wort die Verständigen heißt hier Maskilim. Die Mehrzahl ihm von Maskil. Und das Wort Maskil, das ist ein so schönes Wort, das gehört zu meinen Lieblingswörtern. Das hat 3 Bedeutungen. Maskil kann bedeuten, ein Verständiger. Es kann bedeuten, einer, der verständig macht, also der andere unterweist, verständig nach der Bibel zu leben. Und drittens bedeutet Maskil auch, einer, der verständig handelt. Also der nicht nur theoretisch weiß, was in der Bibel steht, sondern auch danach lebt. Und alles ist drin in dem Wort Maskilim. Und es ist so schön, weil dieser Ausdruck, die Maskilim, das werden wir dann nächstes Mal sehen, Daniel 12 wird der verwendet für die Treuen in der Endzeit. Das sind die Maskilim. Und hier sehen wir, die Maskilim des Volkes werden die vielen, das ist die Masse des jüdischen Volkes, unterweisen. Also die Makkabäer haben eben nicht nur einfach gesagt, ja, wir können diesen Feind nicht dulden unter dem Volk Gottes, sondern sie haben auch gelehrt, was sagt die Bibel? Sie haben unterwiesen. Aber dann lesen wir, und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen, aber sie werden fallen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Aber die Zeit der Not ist genau in Gottes Hand. War alles vorausgesagt durch Daniel, eine Zeit lang. Erfüllung. Den bibeltreuen Juden, den Verständigen, lag viel daran, die Masse des jüdischen Volkes zur Treue dem lebendigen Gott und seinem Wort gegenüber aufzurufen. Unzählige mussten aber in dieser Zeit der Wirren ihre Hingabe an Gott mit dem Leben bezahlen. Die grausamsten und verschiedensten Torturen wurden ihnen auferlegt. Außerbiblisch
wird das berichtet, zum Beispiel in 2. Makkabäer 6, 18 bis 7, 42. Eine ganz bewegende Geschichte. Das ist eine Mutter mit ihren Söhnen. Und die Syrer sagen der Mutter, dass alle diese Söhne abfallen sollen vom Glauben und sich lossagen sollen. Sonst werden sie in einem Topf verkocht. Und die Mutter, das ist da beschrieben in diesem Text, ruft ihre Kinder auf und sagt, ich habe dich an ein Kind gerichtet. Ich habe dich 9 Monate unter meinem Herzen getragen. Und tu das ja nicht, dass du jetzt abfällst. Und die hat ihre Söhne ermutigt, treu zu bleiben. Und die wurden alle verkocht und getötet. Und das wird in Hebräer 11, Vers 35b aufgenommen. Da wird ja von den Glaubenshelden im Alten Testament gesprochen. Und zu den meisten Dingen finden wir eine Stelle im Alten Testament. Aber da heißt es von solchen, die die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erfahren würden. Und das ist genau darauf hingezielt, denn diese Mutter hat ihren Söhnen gesagt, bleibt treu, denn es wird ja, ihr werdet einmal ewiges Leben haben können. Und das ist der Hinweis auf die bessere Auferstehung. Und so heißt es also, die nahmen die Befreiung nicht an. Und man fragt sich, aber warum? Wenn man im Gefängnis, im Knast steckt, ist es doch gut, wenn man plötzlich die Meldung bekommt, ihr seid frei. Ja, aber frei werden hätte bedeutet abfallen vom Glauben. Und so heißt es dort, sie nahmen die Befreiung nicht an, weil sie eine bessere Auferstehung erwarteten. Und dann kommt die kleine Hilfe. Vers 34 sagt, und wenn sie fallen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Wie wir schon gesehen haben, hatten die treuen Juden enorme militärische Erfolge zu verzeichnen unter den Makkabäern. Wiewohl auch viele von ihnen in dieser Zeit das Martyrium zu erleiden hatten. Diese Erfolge, die schließlich dazu führten, dass die Syrer samt und sonders aus dem Land geworfen wurden. Diese Erfolge bezeichnet die Prophetie Daniels als kleine Hilfe. Das ist erstaunlich, nicht wahr? Aber das ist relativ. Die große Hilfe für Israel, die große Befreiung wird erst kommen, wenn der Messias, der Herr Jesus, in die Weltgeschichte eingreifen und eine weltweite Friedensherrschaft aufrichten wird. Und darum geht es dann in Daniel 12. Also im Kontrast zu der großen Hilfe, wenn der Jesus persönlich zurückkehren wird und als der Letzte auf der Erde stehen wird, wie Hiob 19, Vers 25 sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das ist die große Hilfe. Und so war dieser phänomenale militärische Erfolg, relativ gesehen, eine kleine Hilfe. Und übrigens, in den Sendschreiben im Neuen Testament, der Herr Jesus spricht zur Gemeinde von Philadelphia, die so treu war und sein Wort festhielt, dann sagt er, du hast eine kleine Kraft. Man muss manchmal so ein Gespür entwickeln. Da haben wir gesagt, du hast eine kleine Kraft. Jetzt frage ich mich, hängt das zusammen mit Daniel 11? Und dann habe ich nachgeschaut in der Septuaginta-Übersetzung, in dieser ältesten griechischen Übersetzung, und die haben tatsächlich kleine Hilfe mit kleine Kraft übersetzt. Also der Herr Jesus deutet im Sendschreiben an Philadelphia in Offenbarung 3 wirklich auf diese Stelle an. Du hast eine kleine Kraft. Das heißt nicht, dass Philadelphia, dieser treue Überrest aus der Erweckungszeit, prophetisch gesehen, dass der einfach so ziemlich nichts macht und eben halt nicht so eine große Kraft hat. Nein! Die Erweckungszeit, auf die das prophetisch hinweist, ist ja die Zeit, in der auch die Weltmission wieder ganz neu entdeckt wurde. Und man wieder ganz neue Bibelübersetzungen gemacht hat und so weiter und auch ganz viel Bibelstudium betrieben hat. Aber das nennt der Herr Jesus eine kleine Kraft im Vergleich zu dem, was dann kommen wird, wenn er zur Entrückung erscheint. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Und die stückweise Erkenntnis wird weggetan werden. Dann ist das, was wir als Gläubige jetzt haben können, eine kleine Kraft.
im Vergleich zu dieser großen Kraft, wenn er kommt. Heuchler, so ist es immer. Vers 34b. Und viele werden sich ihnen mit Heuchelei anschließen. Es leuchtet ein, dass die glänzenden Siege der Makkabäer bei vielen untreuen Juden dazu führten, dass sie sich ihnen mit unlauteren Motiven anschlossen, ohne dass ihre Herzen für die Wahrheit des lebendigen Gottes erwärmt worden wären. Diese Mitläufer wählten nur, was ihnen äußerlich der günstigere Weg zu sein schien. Und so ist das immer. Es gibt Leute, die hängen sich einfach dort an, wo sie sehen, da geschieht etwas. Aber ob die Herzen wirklich ergriffen sind, das ist dann eine andere Frage. Ansporn. Wir kommen zu 35a. Und von den Verständigen, also nochmals von den Maskulinen, werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen, bis zur Zeit des Endes. Die Verfolgungen dieser Zeit erreichten in keiner Weise das Ziel der syrischen Macht. Die Glaubenstreue derer, die das Martyrium zu erdulden hatten, führte vielmehr bei einer großen Zahl zur Neubesinnung und noch entschlossener Haltung im Blick auf den geoffenbarten Willen Gottes in der Heiligen Schrift. Die Glaubenstreue der Juden dieser Zeitepoche blieb durch die Jahrhunderte hindurch und bis heute bestimmt für viele Gläubige ein Ansporn zum Ausharren in Verfolgung und Schwierigkeiten. Also das hat dazu geführt, dass erst recht Gläubige noch treuer wurden. Das ist gemeint, um sie zu läutern, zu reinigen, weiß zu machen. Und das ist genau die Erfahrung unserer Geschwister in der ehemaligen Sowjetunion gewesen. Es ist unglaublich, was die Christen erlebt haben ab 1922, als die Sowjetunion gegründet worden war und gleich zu Anfang als Staatsprogramm hatte die Vernichtung des Christentums. Und da waren ganz besonders ein Dorn im Auge der Kommunisten die Evangeliumsbaptisten. Und durch die Jahrzehnte wurden die geplagt und wurden die verfolgt. Furchtbar. Und immer wieder, wo ich mit solchen Geschwistern in Kontakt komme, da versuche ich die auch ein bisschen auszufragen, wie das war und so weiter. Und gerade vor kurzem habe ich wieder mit zwei älteren Brüdern gesprochen, die Verfolgungszeit in der Sowjetunion erlebt haben und wollte wissen, wie war das und wie war das mit den Kindern. Und das ist schon, es ist unglaublich. Die sagen, die Kinder haben alle mitgemacht. Da fing es schon an, wenn die in die Schule kamen. Da mussten sie einen Lenin-Knopf anhaben. Aber es war für die Gläubigen klar, man trägt keinen Lenin-Knopf. Da mussten die kleinen Knirpse sagen, ich will den nicht. Mussten sich weigern. Aber die haben sich geweigert. Und später kam dann die Weihe, die kommunistische Weihe mit dem roten Halstuch. Und die mussten sich eine Kniebeuge machen vor der kommunistischen Fahne. Und das war wieder für die Gläubigen klar, das machen wir nicht mit. Dafür wurden sie geplagt und wieder von Schulkollegen wurden sie zusammengeschlagen und die Lehrerin schaut weg. Haben die alles erlebt? Und was mich so erstaunt, die Jugend hat mitgemacht. Und wie ist es bei uns, wenn man sagt, schau, nein, da kannst du nicht mitmachen, das geht. Aber das kann ich doch nicht. Ja, das kann ich doch nicht. Da geschieht ja nichts, man kommt nicht in den Knast und der Vater wird nicht nach Sibirien deportiert. Das war wirklich schrecklich, wenn die Väter abtransportiert wurden und sie sich von ihren Frauen verabschiedeten. Die wussten nicht, ob sie einander nochmals sehen werden. Aber die haben es gemacht. Und der eine Bruder hat mir dann Bilder gezeigt. Schau, das war der Bruder sowieso. Den haben sie furchtbar gequält und den haben sie erhängt. Und da haben sie gesagt, er hätte Selbstmord gemacht. Und der hat so und so, die sind festgeblieben. Es ist wie hier. Das hat sie noch treuer gemacht.
Und da muss man sich fragen, aber können wir davon nicht lernen für diesen Widerstand der Gesellschaft, den wir heute haben und diese ganze Verführung der Welt, dass wir einfach sagen, nein. Und wir werden nicht mal so bestraft dafür. Also so können wir lernen von den Treuen schon damals, bei den Makkabäern und eben auch von all diesen Treuen in der Sowjetunion. Und jetzt die Zeit des Endes. In Vers 35b heißt es, eben diese Entwicklung der Hingabe und Treue, das geht weiter bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Also da macht die Prophetie nun einen Schnellgang durch die Geschichte bis in die Endzeit. Und wir werden gleich dann sehen, das heißt das nächste Mal, ab Vers 36 sind wir in der Endzeit. Und ab Vers 36 hat sich kein einziges Wort jemals erfüllt. Alles zukünftig. Dieser Vers macht deutlich, dass die makkabäische Verfolgungszeit noch nicht die Zeit des Endes, also die Zeit der weltweiten Herrschaft des Messias sein sollte. Es sollten noch Zeiten vergehen, bis die Verheißung des Ewigen in Verbindung mit der Endzeit ihre Erfüllung erhalten sollten. Die Verse 36 und folgende machen nun einen zeitraffenden Sprung. Das Biest deutet an, durch die Zeit, bis in die Endzeit. Einen zeitraffenden Sprung in die Endzeit. Das wird dann durch Vers 40 nochmals bestätigt. Der König in 1136 kann unmöglich Antiochus Epiphanes sein. Er wird nämlich in 11, Vers 40 von dem König des Nordens und dem König des Südens unterschieden. Das ist eine andere Person. Und das haben wir heute Morgen angeschaut. Es handelt sich vielmehr um den Antichristen, den noch zukünftigen Führer Israels. Dann würde ich sagen, fahren wir nächstes Mal weiter mit dem Antichristen in Israel in Vers 36 und dann durch bis Kapitel 12 zum Schluss. Das bildet dann eine wunderbare Einheit. Dann wollen wir an dieser Stelle aufhören und ich möchte zum Schluss noch beten und dann singen wir noch ein Lied zusammen. Herr Jesus Christus, danke, dass dein Wort so vollkommen ist und wir dürfen durch die erfüllte Prophetie sehen, dass es Gottes Wort ist, dass alles inspiriert ist durch deinen Geist und dass es unmöglich Menschenwort sein kann. Danke, dass wir unseren Glauben und auch unsere Heilsgewissheit und Sicherheit einfach auf dein Wort und auf deine Zusagen abstützen können. Wir dürfen mit dem Apostel Paulus sagen, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Herr Jesus, du bist glaubwürdig, dein Wort ist glaubwürdig, und darum dürfen wir vertrauen, auch wenn die ganze Welt dagegen tobt. Danke, Herr Jesus, dass wir dieses Wort haben als Führer durch die Zeit, dieses Licht, das dein Licht ist. Danke, dass du das Licht der Welt bist und dass du uns auch durch diese schwierige Zeit des Endes hindurchführst. Und wir bitten dich um Treue, um Hingabe, weil wir das nicht in uns selber haben. Wir brauchen deine Kraft und wir preisen dich dafür. Amen.